Ja, ich habe hier den Dennis Grob, der hat sich gerade noch beglückwünschen lassen von seinem Sturmpartner, der ausgewechselt wurde. Ich glaube, ich kann dir auch gratulieren heute gegen SV Mohrlautern. Die Revanche ist geglückt. Ja, auf jeden Fall. Wir wussten, wir hätten was gut zu machen. Wir waren im Hinspiel. War es so, dass wir unglücklich verloren haben und wir wollten unbedingt zeigen, dass wir das besser können. Und das haben wir dann auch gezeigt, obwohl es richtig schwer war gegen zwei tiefstehende Reihen. Aber am Ende steht es 3-0 und das ist die Hauptsache, wir haben gewonnen. Ja, und du warst gar nicht unbeteiligt an diesem 3-0. Ich will mal so sagen, als Mittelstürmer kann man dich ja nennen, hattest du einige gute Chancen. Und das 2-0 kam von dir, vorher noch einen Kopfball, da kamst du nicht ganz zum Drücken. Und nachher hattest du noch zwei Riesenchancen, einmal, glaube ich, verspekuliert. Ja. Aber da ist der Ball nicht durchgekommen, da hättest du können noch ein, zwei Tore mehr machen heute. Ja, auf jeden Fall hätte ich heute noch ein, zwei Tore mehr machen können, aber ich habe eins gemacht, wir haben 3-0 gewonnen, das ist die Hauptsache und ja. Drei Punkte mehr kann man ja nicht erreichen. Was ich noch mal sagen wollte hier, wenn ich mir den Boden betrachte, wie ist das hier zu spielen? Ich glaube, ziemlich schwierig, oder? Der Rasen ist ziemlich tief und ja, jeder Schritt tut dann irgendwann weh. Ja, aber mit einem gescheiten Schuhwerk, dann geht es schon. Ich habe auch einige ein bisschen Rutschen sehen hier und man weiß ja vom vorherigen Jahr, dass unser Rasen da nicht als der beste galt. Wie sieht es jetzt aus? Du hast, glaube ich, jetzt 8 Tore schon gemacht und kommst da in der Rangliste der Torjäger in der Oberliga immer weiter. Ja, also ist natürlich schön, umso mehr Tore ich schieße, umso besser ist es auch für mich. Aber generell eigentlich, solange wir unsere Spiele gewinnen, ist es eigentlich egal, wer die Tore schießt. Und ja, Hauptsache wir bleiben auf dem zweiten Platz jetzt und ja, den wollen wir jetzt verteidigen. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung, Dennis. Wünsche dir alles Gute, dass du weitere Tore machst, dass sich der Herr Grünnagel nicht einholt, wenn er so viele Elfmeter reintritt. Und in Ider Oberstein sehen wir uns dann wieder. Dankeschön. Peter, du hast heute ein neues Trikot an, kann man sagen, die Club. FK Pirmasens 1903 und du hast mir gerade gesagt, das gibt es auch hier im Fanshop zu kaufen. Was, darf ich mal fragen, was es kostet? Nee, das gehört nicht hin. Ja, dann werde ich mir eins kaufen, werde hochgehen, mir eins kaufen, dann weiß ich, was es kostet. Aber von dem Trikot mal weg zum Spiel heute. Man hört, die Diskothek in der Kabine ist schon angeschaltet. Und ich kann sagen, dass die Revanche ist geglückt, das 2-1 ausgemerzt vom Hinspiel. Ja. Klar, 3-0 ist ein deutliches Ergebnis. Es hat vor der Pause nicht so klar ausgesehen. Heute hat man gemerkt, dass wir seit 3 Wochen nicht im Spielrhythmus sind. Wir haben ja seit 3 Wochen nicht gespielt. Und das hat man ein bisschen Zeit gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Ich habe mir auch hier aufgeschrieben, die Pause, die hat man gemerkt. Du warst eben im Gespräch mit dem Andreas Petri von der Rheinpfalz auch ein bisschen kritisch mit der ersten Halbzeit und hast gesagt, du hast etwas in der Halbzeit fein justiert, nachjustiert. Ja, vor der Pause hatten wir keinen Zugriff, da hatten wir zwischen den einzelnen Reihen zu große Lücken. Und das haben wir nach der Pause etwas nachjustiert. Nach der Pause war es dann auch besser, da haben wir den Mohrlautern nicht mehr diese Räume gegeben, die sie vor der Pause hatten. Und haben das dann nach der Pause eigentlich so gespielt, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, 3-0 spricht eigentlich auch eine klare Sprache. Da war dann auch nach dem Krumpeltor, sage ich mal, zum 1-0 ein schönes Tor vom Dennis Grob zum 2-0. Der hat da einen Fehler in der Abwehr der Mohrlauterer eiskalt ausgenutzt. Ja, war so ein Tor des Willens eigentlich. Aggressiv nachgesetzt, den Zweikampf gefordert. Den Zweikampf auch gewonnen und dann auch noch überragend abgeschlossen ins lange Eck. War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sehr wichtig für uns, weil wir da ja nur zu 10 noch waren. Durch die gelb-rote Karte vom Jonas Singer waren wir ja dezimiert und haben da in einer Phase, wo vielleicht so eine Mannschaft dann einmal zurück ins Spiel kommt, es 2-0 gemacht und haben so dem Gegner ein bisschen den Zahn gezogen. Ja. Trotz der gelb-roten Karte sah ich eigentlich jetzt nicht die Gefahr, dass das Spiel noch mal ganz kippen sollte. Wir waren dann doch eigentlich die bessere Mannschaft, kann man sagen. Glaube ich auch, ja. Wir hatten dann eine gute Ordnung im Spiel, haben uns dann etwas weiter zurückgezogen, um die Räume etwas enger zu machen, haben dann mehr aus dem Ballbesitz raus, aus dem Konter rausgespielt und machen dann auch noch ein schönes
3-0 haben vorher noch zwei Möglichkeiten, die wir schlampig ausspielen. Hat der Dennis Grob einmal spekuliert, dass er durchkommt und der Abwehrspieler war noch dazwischen? Ja, da haben wir Yannick Ossé, Rückpass auf Sebastian Brenner, als ungenau gespielt war. Da in der Phase hätten wir schon etwas früher das 3-0 machen können, aber unterm Strich bin ich mit dem Auftritt wirklich zufrieden. Noch was, da hat sich eine etwas andere Spielsituation heute ergeben. Da hatten wir durch deine Auswechslungen wahrscheinlich von Brenner und Gries bedingt auf einmal Ossé und Cissé etwas offensiver gesehen. Ja gut, wir mussten ja reagieren nach der roten Karte vom Jonas und da haben wir innerhalb des Teams ein bisschen rotiert. Mein Yannick ist ja eh angedachter Innenverteidiger, hat dann Ossé kann ja auch die rechte Außenbahn begleiten. Haben dann 4-4-1 gespielt und haben wir ordentlich gemacht. Kann man heute zufrieden sein? Ich denke, du bist heute zufrieden mit der Mannschaft und wir können nach Idar-Oberstein mal hinfahren zum Christian Henn, dem einen Besuch abstatten und dort vielleicht auch ein paar Auswärtspunkte holen. Jetzt haben wir Dienstag Engers noch, Nachholspiel, Dienstagabend hier, wird eine schwere Aufgabe. Ne? Platzverhältnisse werden ja nicht besser bei diesen Witterungsbedingungen. Spiel hat heute viel Kraft gekostet. Ich hoffe, Christopher Lodi ist am Dienstag wieder dabei, Daniel Glass kommt zurück. Ich hoffe, Felix Bürger wird zurückkommen. Singer ist ja jetzt gesperrt für ein Spiel. Also erstmal Dienstag und dann Freitag. Wie sieht es mit dem Herrn Grimm aus? Wann ist er wieder spielfähig? Christian wird im Spieljahr 2017 immer am Ball sein. Er hat einen Muskelbündelriss im Ansatz an den Torraumbereich und wird dann wahrscheinlich wieder hoffentlich in der Vorbereitung im Januar mit dem Training einsteigen. Dann muss das die Mannschaft kompensieren. Gegen Engersen Heimspiel hoffen wir, dass da viele Zuschauer kommen. Und in Idar-Oberstein im Haag heißt das, glaube ich, im Stadion. Da werden wir uns dann auch wieder treffen und hoffen, dass wir da unsere Serie fortsetzen. Danke dir, Peter. Gerne.